Ich habe da schon uns intensiv darüber unterhalten, welche Vorstellungen wir da haben. Wir haben am Sonntag schon in einem Saisoneröffnungstag sozusagen mit Frühstück und Saisonplanung den Jungs das so vorgestellt. Und danach waren wir ja beim Sommerbiathlon, was so natürlich dann auch den Mannschaftszusammenhalt so ein bisschen fördern sollte. Und ja, wir werden 7 Testspiele machen, also die sind angesetzt, dass wir nach Schützenfeste auch einen Doppelspieltag haben mit Freitag, Sonntag. Und wir haben 4 A-Ligisten, 1 B-Ligisten und 2 Bezirksligisten. Ich denke, das ist eine gesunde Mischung, um auch auf verschiedenen, sag mal, gegen verschiedene Stärken der Mannschaften dann entsprechend auch uns auf auszurichten und letztendlich auch da zu testen, welche Positionen für die einzelnen Spieler dann am besten sind.